Ihr könnt hier im Hintergrund mein Bücherregal sehen und vielleicht seht ihr auch, dass ich das in diesem schrecklichen Regenbogen-Farbverlauf-Muster versucht habe zu ordnen und das ist schon ein paar Jahre her und mir gefällt das jetzt gar nicht mehr und eigentlich gefällt es mir schon lange nicht mehr, aber ich habe mir auch irgendwie nie die Zeit dazu genommen, das Bücherregal neu zu ordnen. Aber ich habe mir jetzt ein paar neue Bücher gekauft, ein paar neue Bücher bestellt und das motiviert mich jetzt dazu, das Bücherregal neu zu ordnen. Ihr seht, das Bücherregal ist nicht ganz voll. Ich habe hier unten noch ein bisschen Platz und es sind nicht so viele Bücher, da ich jetzt die meisten Bücher immer am Kindle gelesen habe. Aber ja, ich möchte das jetzt heute machen und ich werde die Bücher einfach alphabetisch ordnen, also von A bis Z, je nachdem, welchen Namen der Autor hat. Und ja, das möchte ich heute machen. Ich denke, hinter diesen Büchern verbirgt sich sehr, sehr viel Staub und mit dem starte ich jetzt auch gleich. Ich werde jetzt mal alle Bücher rausholen aus dem Bücherregal, das Bücherregal abwischen, absaugen, je nachdem wie schlimm es aussieht und danach werde ich die Bücher neu einräumen. Okay, ich habe das Bücherregal jetzt ausgeräumt und abgesaugt und das war gar nicht so viel Arbeit. Das ist wirklich schnell gegangen und es sind wirklich mehr Bücher, als ich dachte. Ich habe auch hier auf meinem Tisch noch ein paar Bücher liegen, die muss ich gleich noch holen. Aber ja, ich habe nicht alle Bücher gelesen, die hier sind, die in meinem Bücherregal waren. Zum Beispiel, ich habe dieses Buch nicht gelesen. Aber das wurde mir empfohlen in einem Yoga-Kurs bzw. in einem Yoga-Retreat vielleicht. Und das nennt sich The Body is Not an Apology, The Power of Radical Self-Love by Sonia Renee Taylor. Und die Lehrerin von dem Yoga-Kurs, von dem Yoga-Retreat hat uns erzählt, dass sich durch dieses Buch ihre Sicht auf ihren Körper komplett verändert hat. Dann dachte ich mir, ich kaufe mir dieses Buch, aber ich habe es tatsächlich nie gelesen. Ich habe angefangen es zu lesen bis Seite 41 und habe dann irgendwie nicht mehr weitergelesen. Ein paar Bücher sind tatsächlich auch von meinem Freund, die habe ich auch nicht alle gelesen. Okay, hier noch zwei Bücher, die ich nicht gelesen habe. Eines ist Anna Karenina von Tolstoi. Ich habe mir das mal gebraucht, gekauft, auch bei Rebuy und ich wollte es unbedingt lesen. Oh, ich habe tatsächlich angefangen, es zu lesen, bis Seite 14. Wow. Aber ja, ich habe es nie weitergelesen und ich habe mit einer Frau gesprochen und sie hat mir erzählt, sie ist aus der Ukraine. Sie hat dieses Buch auch gelesen und sie hat mir tatsächlich empfohlen, dieses Buch vielleicht ein bisschen später zu lesen, wenn ich vielleicht 30 bin. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich möchte es unbedingt noch lesen. Das ist wirklich so ein Staple-Klassiker, denke ich. Und ja, falls ihr es nicht wisst, Anna Karenina erzählt die Geschichte der leidenschaftlichen Beziehungen zwischen einer verheirateten Frau und einem jungen Offizier im zaristischen Russland. Ich bin sehr gespannt und wenn ich das jetzt wieder in der Hand halte und lese, dann möchte ich es wirklich nur noch mehr lesen eigentlich. Aber ja, das ist tatsächlich auch ziemlich hoch auf meiner Leseliste. Schreibt mir mal gerne, ob ihr es gelesen habt und wenn ihr es gelesen habt, wie euch dieses Buch gefallen hat. Es ist auch ein bisschen überwältigend, denn es hat 1200 Seiten. Ein weiteres Buch, was ich nicht gelesen habe, von dem ich sehr viel Positives gehört habe, ist Miroloy von Karen Köhler. Das ist auch ein Roman und war auch eine Zeit lang, glaube ich, super beliebt und ich weiß tatsächlich auch nicht mehr genau, worum es in diesem Buch geht, aber meine Mama hat mir das mal von der Buchhandlung mitgebracht, denn es war super beliebt und jeder hat es irgendwie weiterempfohlen. Aber ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, mal sehen. Das Meer mit nichts obendrauf als einer Ich kann nicht lesen. Wow. Ich fühle mich wie in der Schule, wenn ich etwas vorlesen muss. Ich bin super nervös. Okay. Das Meer mit nichts obendrauf als einer Silberspiegelfläche. Die ist zum Erkennen da, ist ein Fenster, ist eine Tür, ist eine Sehnsucht aus Blei. Ein Dorf, eine Insel, eine ganze Welt. Karin Köhlers erster Roman katapultiert uns direkt hinein in das Leben einer jungen Frau, die sich auflehnt gegen die Strukturen ihrer Gesellschaft und für die Freiheit.
die bewegende Geschichte einer Welt nicht weit von hier. Es klingt eigentlich sehr interessant. Ja, es ist auch lustig, die Kapitel sind irgendwie nicht in Kapitel unterteilt, sondern zum Beispiel 28. Strophe, der Auftrag. Also das klingt auch ziemlich interessant. Und die Kapitel oder die Strophen sind auch ziemlich kurz, was ich immer sehr gerne mag, denn ich finde, wenn die Kapitel super lange sind, dann brauche ich viel länger, um das Buch zu lesen, denn dann hat man nicht so bequeme bite-sized pieces. Also ich kann das auch schwer erklären, aber ich finde das immer ja ein bisschen entmutigend, wenn die Kapitel super lang sind. Aber ja, das sind zum Beispiel noch zwei Bücher, die ich nicht gelesen habe. Und jetzt mal kurz zu meinen Lieblingsbüchern von hier. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier alles gelesen habe, und das ist wirklich schon super lange her. Aber ich kann mich zum Beispiel an dieses Buch erinnern. Das Spiel ist aus von Jean-Paul Sartre. Und das ist wirklich lange her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ich kann mich erinnern, dass es mir super gut gefallen hat. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, worum es geht. Also ich finde es super schwer, im Nachhinein über ein Buch zu sprechen und genau zu sagen, worum sich das Buch handelte. Aber ja, Pierre, der Revolutionär, und Yves, eine Dame der Gesellschaft, sterben zur gleichen Stunde durch Gewalt, begegnen sich in einer Welt der Schatten und verlieben sich leidenschaftlich ineinander. Ich gebe meine Seele, wenn ich deinetwillen noch einmal leben dürfte. Der Wunsch wird Realität und die Uhr des Schicksals zurückgedreht. Aber die Vergangenheit stellt ihre Forderungen. Oh, das klingt so gut. Und ich weiß, ich habe es schon gelesen. Mir hat es super gut gefallen. Aber wenn ich das lese, möchte ich es nochmal lesen. Ich finde es auch immer interessant, Bücher noch einmal zu lesen, die ich eigentlich schon gelesen habe. Aber ja, das ist eins. Das Buch war wirklich super gut. Wenn ihr das gelesen habt, schreibt mir mal gerne, ob es euch auch gefallen hat. Aber ich kann mich erinnern, dass ich es super toll fand. Aber ja, wenn ich jetzt weiter über meine Bücher rede, dann kommen wir in diesem Video nichts weiter. Und ich komme auch nicht beim Zusammenräumen weiter. Also schreibt mir mal gerne, wenn ihr eine genauere Buchtour sehen möchtet mit all meinen liebsten Büchern, die ich zu Hause habe. Denn ich habe wirklich viele Favoriten hier. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Ich werde zuerst, denke ich, die Bücher hier sortieren nach alphabetischen Namen und danach erst einräumen. Ich denke, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, denn jetzt ist es ein bisschen unübersichtlich und ja. Let's start. I don't know. Let's start. Okay, ich habe die Bücher jetzt fertig sortiert. Also ich habe die meisten Bücher von Autoren, die mit dem Nachnamen oder deren Nachname mit einem S startet. Okay, ich habe meine Bücher jetzt alphabetisch geordnet und mir ist gerade eine sehr coole Videoidee eigentlich eingefallen. Ich könnte euch von jedem Stapel, den ich hier habe, mein Lieblingsbuch sagen. Also von jedem Anfangsbuchstaben der Autoren, die ich hier liegen habe, mein Lieblingsbuch, denn es sind wirklich viele verschiedene 20, es sind 20 verschiedene Anfangsbuchstaben der Autoren. Das ist wirklich sehr interessant. Ich denke, das könnte vielleicht ein cooles Video sein. Und wenn ihr gute Beobachter seid, dann habt ihr hier auch einen Stapel gesehen. Aber das sind meine ganzen Journals und ja, die haben keinen Autoren. Vielleicht bin ich der Autor, vielleicht muss ich sie bei S einordnen. Aber
ich weiß noch nicht genau, wo ich meine Journals einsortieren soll. Aber vielleicht mache ich die einfach ganz zum Schluss hin, denn das sind ja eigentlich keine richtigen Bücher. Aber ja, ich bin wirklich überrascht eigentlich, wie viele Bücher ich habe. Und ich muss dazu noch sagen, dass das nicht alle Bücher sind, die ich habe. Ich habe oben in unserem Dachboden, ich denke, 2, 3, 4 volle Kisten mit Büchern, denn mein Buchregal war eigentlich voll von meiner Jugend- und Kinderbüchern. Aber dann habe ich wieder, auch als ich älter geworden bin, angefangen, Bücher zu lesen. Und dann musste ich diese Bücher ja irgendwo anders hinräumen. Ich werde jetzt meine Bücher in das Regal einräumen. Und dann zeige ich euch, wie das danach aussieht. Okay, es ist fertig und ich bin super, super happy. Es hat jetzt eigentlich gar nicht lange gedauert. Ich denke, ich habe jetzt insgesamt vielleicht eine Stunde gebraucht. Also es war wirklich schnell und ich finde es super satisfying irgendwie. Mag ich das? Es sieht ein bisschen chaotisch aus, aber ich finde das besser als vorher. Okay, ich bin wieder zurück in diesem Video. Heute ist ein anderer Tag. Ich glaube, ich habe vor einer Woche ungefähr mein Bücherregal umgeräumt und jetzt dachte ich mir, okay, ich habe eigentlich ziemlich viele klassische Bücher und ich dachte mir, okay, ich möchte die Bücher gerne nach Genre irgendwie einordnen, aber ich habe jetzt nicht so viele andere Genres, dass ich alle Bücher nach Genre einräumen könnte. Deswegen dachte ich mir, okay, die klassischen Bücher sind, glaube ich, die größte Buchsammlung, die ich habe. Und deswegen starte ich jetzt mal mit den klassischen Büchern und mache ein Regal hoffentlich voll mit nur Klassikern. Und das würde ich gerne hier ganz oben machen, also in der ersten Reihe. Und ich möchte diese Bücher jetzt nicht nach dem Alphabet ordnen, sondern nach dem Erscheinungsjahr. Denn ich glaube, das könnte besonders bei den Klassikern super interessant sein, wann welches Buch erschienen ist. Und ja, das heißt, ich mache mich jetzt nochmal an die Arbeit und räume mein Bücherregal nochmal um, beziehungsweise sortiere es um. Und ja, deswegen sind wir jetzt nochmal hier. Fangen wir gleich mal an. Also ich habe hier schon ein paar Klassiker drinnen und die lasse ich auch gleich hier. Ich werde jetzt versuchen, irgendwie die Ordnung beizubehalten. Ich weiß noch nicht wie, aber okay, wir werden es sehen. Okay, das ist also meine ganze Sammlung der klassischen Literatur bis jetzt und ich werde die jetzt gleich nach dem Jahr ordnen, also nach dem Erscheinungsjahr. Wie gesagt, ich denke, das wäre super interessant, einfach zu sehen, wie sich auch die Literatur entwickelt hat. Ich möchte euch kurz die Klassiker vorstellen, die ich schon gelesen habe. Und da ich gerade in so einem Klassikerfieber bin und auch als nächstes Buch wieder einen Klassiker lesen möchte, möchte ich euch auch kurz die Bücher vorstellen, auf die ich mich schon besonders freue. Aber ja, wenn ihr auch gerne Klassiker lest, dann schreibt mir mal gerne deinen Lieblingsklassiker in die Kommentare. Ich denke, ich finde es super schwierig, mich für einen Lieblingsklassiker zu entscheiden, aber ich denke, entweder ich habe hier zwei Favoriten, die mir wirklich super gut gefallen haben, aber es fällt mir auch schwer, mich für einen Lieblingsklassiker zu entscheiden, denn es gibt noch andere Bücher hier, die mir super, super gut gefallen haben und wenn ihr mal meine Top 10 Klassiker hören möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann kann ich euch dieses Video filmen. Aber zwei Klassiker, die mir wirklich super, super gut gefallen haben, die ich jedem weiterempfehlen kann, ist einmal Verbrechen und Strafe von Dostojewski. Wir verfolgen hier Raskolnikow. Er ist ein armer Student und er raubt diese alte Frau aus und tötet sie. Und danach entwickelt sich diese Geschichte von Schuld und Sühne und was mit der menschlichen Psyche passiert. Und ich fand dieses Buch so interessant und das war das erste Buch, was ich in dieser Art gelesen habe. Und das hat mich einfach wirklich vom Hocker gehauen und deswegen lese ich auch jetzt gerade mein zweites
Dostojewski-Buch und wie auch das erste, gefällt mir das zweite schon super, super gut. Wenn ihr meinen Buchhaul gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich gerade die Brüder Karamasow lese. Und ja, also bis jetzt bin ich von Dostojewski wirklich super begeistert und kann es nur jeden weiterempfehlen. Also das ist auf jeden Fall so einer meiner liebsten Klassiker, die ich bis jetzt gelesen habe. Okay, der zweite Klassiker, der sich wirklich super schnell an die Spitze von meinen allzeit liebsten Büchern gekämpft hat, ist von John Steinbeck, East of Eden. Dieses Buch habe ich erst dieses Jahr gelesen. Ich glaube, das war vielleicht das erste Buch, was ich 2023 gelesen habe, und ich war einfach nur begeistert. Es hat mich so überwältigt. Dieses Buch spricht über so viele verschiedene wichtige menschliche Eigenschaften, und es geht auch ein bisschen um die religiöse Geschichte von Adam und Eva, von Kain und Abel. Also es verfolgt wirklich diese psychologischen Themen wie auch Dostojewski, und wir verfolgen im East of Eden zwei Familien, die immer wieder in Kontakt miteinander kommen und deren Leben irgendwie ja sehr miteinander verbunden ist. Und es spricht über die Identität, Liebe, Mord und auch, was passiert, wenn keine Liebe vorhanden ist. Also ja, beide dieser Bücher kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden, welches Buch mir besser gefällt. Ich muss sagen, East of Eden war auf jeden Fall einfacher zu lesen als Verbrechen und Strafe, aber beide sind wirklich super gut und beide möchte ich auch auf jeden Fall nochmal lesen. Ich habe East of Eden erst dieses Jahr gelesen, aber ich möchte es jetzt am liebsten schon wieder nochmal lesen. Also ja, das sind wirklich zwei Bücher, die ich euch nur empfehlen kann. Das ist Chefskiss. Okay, was habe ich hier noch gelesen? Ich habe von George Orwell Farm der Tiere gelesen. Ich hatte mal einen Buchclub mit meinen Freunden und da hat sich einer von unseren Freunden für dieses Buch entschieden und ich war am Anfang irgendwie sehr skeptisch. Ich war nicht unbedingt begeistert, dieses Buch zu lesen, aber, es war so interessant. Es ist ein sehr kurzes Buch. Es hat nur 145 Seiten ungefähr und es hat auch so viele interessante Themen behandelt und ich finde es immer wieder erschreckend, wenn ich so alte Bücher lese, dass die Themen der Bücher auch heute noch relevant sind. Und ja, Farm der Tiere hat mir auch wirklich super, super gut gefallen. Also wenn ihr ein George Orwell Buch lesen möchtet, kann ich euch Farm der Tiere nur empfehlen. Das war auch bis jetzt das einzige George Orwell Buch, das ich gelesen habe, aber bestimmt nicht das letzte. 1984 ist jetzt wirklich auch hoch auf meiner TBR-Liste und ja, das war Farm der Tiere. Dann ein Buch, was ich auch dieses Jahr gelesen habe, das war von Louise May Alcott, Little Women. Hier verfolgen wir eine Familie mit vier Schwestern und ja, es wird einfach wirklich die Geschichte von allen vier Schwestern erzählt, wie sie erwachsen werden, wie sie sich das erste Mal verlieben, wie sie ihre Träume verfolgen und wie schwierig das auch damals in der damaligen Zeit war, vor allem für Frauen. Und ja, es ist eine so schöne Geschichte über Familie und über das Verfolgen der eigenen Träume und dass man wirklich für sich selbst und die eigenen Träume kämpfen sollte. Also es war ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich hatte alle Gefühle, denke ich, die man haben konnte. Und ja, das kann ich euch wirklich auch empfehlen. Ich habe dann auch den Film gesehen mit Timothy Chalamet, mit Saoirse Ronan und Emma Watson. Und ich weiß nicht, wie die anderen Schauspieler heißen, aber ja, der Film hat mir wirklich auch gut gefallen, obwohl natürlich das Buch wie immer besser war. Wie ihr sehen könnt, ist mein Bücherregal jetzt endlich fertig
Und ich bin super happy und finde es wirklich sehr interessant, so die Entwicklung der Literatur zu sehen und auch wie manche Autoren, von denen ich zwei Bücher habe, wie lange diese Bücher auseinander sind. Aber ja, ich gebe euch jetzt noch eine kurze Tour und das war's dann auch mit dem Video. Ich bin echt super zufrieden mit meinem Bücherregal jetzt, obwohl es vielleicht, wie gesagt, ein bisschen chaotisch aussieht, aber ich mag diesen Charme super, super gerne. Schreibt mir mal gerne, ob ihr euer Bücherregal eher nach Farben ordnen würdet oder ob es vielleicht auch nach diesem Genre, wie ich es jetzt gemacht habe, sortiert oder wie ihr das genau macht. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Sortierung beibehalten werde. Vielleicht werde ich es auch bald wieder umwerfen und etwas Neues machen. Aber ja, jetzt bin ich super zufrieden und jetzt zeige ich euch die Tour. Also ja, hier oben habe ich meine ganzen Klassiker, wie gesagt. Und dann fange ich hier einfach beim Nachnamen Buchstaben A an, bei Dolly Alderton. Und dann habe ich alle hier meine Romane, meine Liebesgeschichten, meine Sachbücher, auch zum Beispiel Yoga-Bücher von meiner Yogalehrerausbildung. Also da ist es wirklich super bunt gemischt hier, Twilight und ganz am Ende die letzten paar Bücher und meine Journals, die ich aber wahrscheinlich bald woanders hingeben werde, denn wie ihr seht, ist dieses Buchregal jetzt ziemlich voll. Ja, das war's mit meinem Buchregal-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Bye!